Und die Bibel redet davon, dass Gott der Vater Eifer hat für die Gemeinde. Und was ist sein Eifer? Dem Sohn eine herrliche Braut zu geben. Das ist der Eifer des Vaters, dem Sohn eine herrliche Braut zu geben. Denkt an Matthäus 22, das ist das letzte Gleichnis, das Jesus gepredigt hat. Und was ist das Gleichnis? Ein König will für seinen Sohn eine Hochzeit machen. Das ist das letzte Gleichnis. Da wird der ganze Sinn der Kirchengeschichte in einem Ding zusammengefasst. Es geht darum, dass der Vater dem Sohn eine Hochzeit macht. Und er gibt ihm eine Braut. Halleluja. 2. Korinther 11, Vers 2, eine Schriftstelle, die ihr viele, viele Male von mir gehört habt und die ihr in vielen, vielen Teachings findet. Dort sagt Paulus, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Gott hat Eifer für die Gemeinde. Und worum besteht der Eifer? Eben eine keusche Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das ist interessant, weil per Definition, was ist eine Jungfrau? Die ist unberührt. Aber hier wird gesagt, eine keusche Jungfrau. Also das wird doppelt betont. Also keuscher geht's nicht. Das ist das Ziel. Und Paulus, und das ist das große Wunder, ist von dem, was Gottes Herz gepackt hat und was in Gottes Herzen lebt, auch gepackt. Und es lebt in seinem Herzen und es ist der Motor seines Dienstes. Gott will dem Sohn eine Braut geben und Paulus sagt, ich bin dabei. Und der, der dieses große Verlangen hat, der wohnt in mir und mit seinem Eifer eifere ich. Halleluja. Und deswegen ist Paulus auch nie müde geworden. In all den Jahren und all den Rückschlägen und all den ermutigenden Dingen und all den Leiden, die er erlebt hat. Weil dieser Motor, der niemals stottert und stockt und ausgeht, dieser Motor, der Eifer Gottes, wohnte in ihm. Halleluja, das ist eine gewaltige Aussage, das ist ein Triumph. Da ist jemand nicht nur ein blinder, überwältigter Diener des Teufels, der errettet wurde, sondern der Prozess der Wiederherstellung geht so weit, dass er so in Übereinstimmung ist mit Gott, dass das, was in Gott wohnt, in ihm wohnt. Das, was Gott motiviert, das lebt auch in ihm und ist die treibende Kraft. Halleluja. Auch wenn wir kein Paulus sind und nicht die Berufung haben wie Paulus, aber wenn Gott das tun konnte mit einem solchen religiösen Fanatiker wie Paulus, dann kann er das auch in uns tun. Und wir sagen, Heiliger Geist, tu du dein Werk. Tu du dein Werk. Jakobus sagt, der Geist, der in uns wohnt, er eifert. So, wir haben den Vater, der eifert. Wir haben den Heiligen Geist, der eifert. Und wir haben Jesus, der eifert. Denkt an die Situation, wo er den Tempel reinigt. Ja? Mit großer Entschiedenheit, macht eine Geißel und geht da durch und schmeißt alles raus, die Händler und die Tiere dort, weil das alles korrupt war und weil Menschen aus Gottesdienst Handel gemacht haben und Profit gezogen haben und die Leute betrogen haben. Ja? Das war dieses System, ja? Diese mafiösen Strukturen zwischen den Priestern und den Händlern. Ja? Da kommt jemand und pflichtgemäß und pflichtschuldig will er da sein Lämmlein opfern, weil die Schrift das so vorgibt, er muss Opfer bringen. Er kommt dort mit seinem Lämmler und der Priester schaut an und sagt, das ist nicht rein. Das kannst du nicht bringen. So, das ist eine Beleidigung für Gott. Das Lamm kannst du nicht. Das nimm wieder mit nach Hause. Aber hier um die Ecke, der Händler, die Tiere habe ich alle schon durchgecheckt. Klar, das ist ein bisschen höherer Preis, aber die habe ich durchgecheckt. Die sind koscher, die sind in Ordnung. Da kannst du eins kaufen und das kannst du opfern und dann bist du auf der richtigen Seite. Wie viel Provision er kriegt, erzählt er dem armen Menschen da vom Dorf nicht. Mafiöse Strukturen mitten im heiligen Gottesdienst. Das ist der Grund gewesen. Jesus sagt, ihr habt aus meinem Haus eine Räuberhöhle gemacht. Also statt ein Ort der Anbetung, ein Ort, wo Menschen sich in ihrer Habgier bereichern. Und Jesus sagt, mir steht's bis hier, ich akzeptiere das nicht. Und er gibt eine Demonstration des Eifers Gottes für sein Haus. Und er treibt da alles raus. Und er war sicherlich nicht nett. Und das war nicht mit einem Lächeln, wie mir ein amerikanischer Prediger das irgendwie erzählen will. Sondern da war der Grimm Gottes in seinem Gesicht zu sehen. Denn die Schrift sagt, als die Jünger das sahen, da dachten sie an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, aufgefressen, vollkommen in Beschlag genommen.
Das war nicht nett, das war nicht ein bisschen Tänzeln mit dem Himbeerstöckchen irgendwie so anzudeuten, bitte mal raus oder so, sondern da ist eine Furie durch den Tempel gerast. Ohne zu sündigen, das ist das Entscheidende. Wenn Gottes Zorn offenbar wird, da ist keine Sünde, aber da ist seine Entschiedenheit, sein Hass auf das Böse. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus, Halleluja. Er ist nicht der Pazifist, er ist nicht der Nette von nebenan, unser Bruder und auch so wie wir, sondern er ist von anderer Art. Er hasst Ungerechtigkeit, Lüge und Finsternis. Und er fordert uns auf, in diesem Punkt, auch in diesem Punkt, ihm gleich zu werden. Römer 12, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, verabscheut das Böse. Die Liebe wird echt, wenn die Abscheu auf das Böse, auf das Ungerechte, auf das Korrupte, wenn das dazukommt. Wenn das fehlt, ist die Liebe nicht echt, sie ist gefälscht. Ja. Der Text übersetzt, die Liebe sei ungeheuchelt. Wenn du das nachstellst im Griechischen, die hat zwei Bedeutungen, kann genauso heißen, unverfälscht. Unverfälscht. Und eine gefälschte Liebe ist eine Liebe, die nicht voller Entschiedenheit gegen das Böse ist. Das ist eine gefälschte Liebe. Und Jesus hat die echte und wir sollen auch diese echte übernehmen. Halleluja. Und deswegen sollen wir auch lernen zu hassen. Und deswegen beten wir, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Und jeder, der irgendwie sagt, nein, das kann doch nicht sein. Ich bin gegen Gott, gegen Gottes, kein Gottes, ein Kind des Friedens. Ich kann doch nicht hassen. Dann hast du nicht verstanden, wer Jesus ist. Er nimmt seine Waffen, heißt es im Psalm 45, und er steht auf und er zieht in den Krieg für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Das ist Jesus. Halleluja. Und offensichtlich haben das die ersten Christen verstanden. Und wir lesen von Ephesus, auch wenn da ein entscheidender Makel war, aber es gab viele Punkte, die Jesus gelobt hat. Und eins dieser Punkte war, du kannst oder du konntest Böse nicht ertragen. Das war eine der guten Qualitäten von Ephesus. Sie konnten die Bösen nicht ertragen. Warum konnten sie nicht? Weil sie nicht wollten. Weil sie entschieden waren. Gott hasst das Böse. Und wir stimmen mit ihm überein. Und das sind nicht die da draußen in der Welt, sondern das waren die in der Gemeinde, die so getan haben, als ob, aber die ihr eigenes Ding machen wollten und die dem Wort Gottes widerstanden haben. Paulus sagt, tut dem Bösen aus eurer Mitte raus. Halleluja. Im Herbst werde ich eine Serie machen über die Gemeinde. Und da kommt auch ein Kapitel über Gemeindezucht, was heute kaum noch jemand das Wort kennt. Aber das ist göttlicher Standard. Und hier sagt es Paulus, nicht die da draußen sollt ihr richten, sondern die, die drin sind. Tut die Bösen raus. Und die Bösen sind klar definiert. Die Bösen sind nicht die willigen, schwachen, unreifen Kleinkinder im Glauben, die fallen und dummes Zeug machen. Sondern die Bösen sind die, die gesagt haben, du, egal wie du mich korrigierst, egal was du mir zeigst in der Bibel, egal was Gottes Wort sagt, ich mache es einfach so, weil ich das so für richtig halte. Oder ganz religiös, Gott hat mir das so gezeigt. Aber Gott zeigt niemandem etwas gegen sein Wort und gegen seine Prinzipien und gegen seinen Charakter. Niemals. Niemals. So, wir haben also den Vater, der eifert für eine reine Gemeinde, um den Sohn damit zu erfreuen. Wir haben Jesus selber, der eifert für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Jakobus 4, Vers 5, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Wann hast du das letzte Mal Kontakt aufgenommen und sagst, ich will deine heilige Eifersucht kennenlernen. Ich will davon durchdrungen werden. Ich will verzehrt werden. Ich will davon gepackt werden. Ich will davon getrieben werden. Ich will diesen Motor haben, den Paulus hatte. Wann hast du das letzte Mal das gebetet? Das ist Teil davon, dass wir werden sollen wie Jesus. Ja, wir sollen auch sein Erbarmen lernen. Wir sollen seine Treue kennenlernen, seine Geduld kennenlernen. Aber wir sollen auch seinen Eifer und seine Unwilligkeit kennenlernen, das Böse zu akzeptieren. Halleluja. Oh, Halleluja, wie wunderbar. Das ist auch der Grund,
Dieser Eifer, der in Paulus wohnt, das ist der Grund. Und viele sehen das nicht und stehen hilflos vor Galater 1, wenn er sagt, wer ein falsches, ein anderes Evangelium verkündet, der sei verflucht. Ja, wie kann das sein? Ja, weil Paulus weiß, das Evangelium ist das einzige Mittel, das Gott hat, um Menschen zu retten. Und wer das kraftlos macht, wer das verfälscht, wer das an die Standards der Welt anpasst, gibt die Waffe aus der Hand, mit der er etwas bewirken kann. Und deswegen ist Paulus voller Eifer und er kämpft mit solcher Entschiedenheit, dass man das nicht irgendwie als auch irgendwie eine Sichtweise und auch einen Standpunkt irgendwie so neben vielen anderen akzeptieren kann, sondern sagen muss, wenn das so ist, entweder Paulus ist hier der totale religiöse Fanatiker oder er ist gepackt vom Eifer Gottes, wenn er sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Das ist, was Paulus sagt. Da sehen wir den Eifer Gottes. Das Evangelium darf nicht verfälscht werden. Oh, Halleluja. Und das ist, worum es geht. Und da wollen wir auch lernen und uns motivieren lassen, wie Judas das sagt, für den Glauben zu kämpfen. Der Glaube ist in Gefahr. Der Glaube wird angegriffen, weil die Wahrheiten des Glaubens angegriffen werden. Und weil Leute solchen Blödsinn erzählen, wie einmal gerettet, immer gerettet. Oder die Gnade Gottes, die geht so weit, dass sogar die Sünden von morgen, die wir noch gar nicht begangen haben, auch schon alle erledigt sind. Wir brauchen keine Buße mehr zu tun und der Heilige Geist überführt dich von Sünde. Das sind Dinge, gegen die wir aufstehen müssen. Diese falsche Gnade, die Heiligkeit Gottes in den Dreck zieht. Und wir sollen kämpfen, Halleluja, wir sollen kämpfen für das Evangelium. Und das heißt, wir begreifen die grundlegenden Dinge des Evangeliums und haben die so tief in uns drin. Es gibt eine wunderbare, wenn du Englisch kannst, eine wunderbare Serie von einem Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze, John Piper, The Five Solas of the Reformation. In so kompakter Form, aber so auf den Punkt gebracht, erklärt er, was die Reformation ist und was das wahre Evangelium ist und worum es ging. Leider gibt es das nicht auf Deutsch. Schade, aber ich denke, auch mit ein bisschen Englisch kann man trotzdem dem irgendwie folgen. Und das schaue ich mir immer wieder an und verankere mich und gründe mich in diesen grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums, dass der Zorn Gottes über den Sündern ist und dass nur in Christus durch Glauben an das Kreuz, an das Erlösungswerk dieser Zorn Gottes vergeht. Und viele verstehen das nicht und kommen dann, ja, aber wie kann Gott das zulassen, dass unschuldige Menschen in die Hölle geworfen werden, die das Evangelium nicht gehört haben, weil sie das Evangelium gar nicht verstanden haben. Nicht diese Menschen, sondern die, die so argumentieren. Ja? Wir müssen nichts tun, um in die Hölle zu kommen. Wir sind schon verdammt. Wir sind Sünder und als Sünder können wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Und die Gnade ist, dass Gott einen Ausweg gegeben hat. Und wenn wir diesen Ausweg verschmähen, dann ist unser Schicksal schon festgestellt. Da muss es keine Entscheidung geben. Niemand entscheidet sich für die Hölle. Wir sind geboren für die Hölle. Wir sind Kinder des Teufels. Das ist, was die Bibel sagt. Und nur wenn du das verkündigst, dann verstehen Leute die Gnade. Wenn du das nicht verkündigst, dann ist es so, ja, hier sind aber meine guten Taten und ich hoffe, ich tue noch ein paar drauf. Am Ende werden die guten Taten doch irgendwie die schlechten überwiegen und dann geht das schon irgendwie gut aus. Lauter so dummes Zeug. Warum? Weil die Leute das Evangelium nicht verstehen. Wenn wir kämpfen wollen für das Evangelium, wir müssen von den Grundtatsachen des Evangeliums überzeugt sein. Halleluja. Wir waren, bevor wir zu Christus kamen, Feinde. Nicht, ach, wir armen Unwissen, wir haben es nicht gewusst. Wir waren Feinde Gottes, das ist, was die Bibel sagt. In Rebellion, in Aufstand, in Widerstreben gegen Gott. Das ist der Anfang des Evangeliums. Ich freue mich so, sage ich hier schon mal als Gebetsanliegen für nachher. Im August mache ich ein Seminar, wo ich auf diese Dinge, die ich normalerweise nicht so ausführlich erkläre, eingehen werde. Glaube an Jesus Christus, eine biblische Anleitung. Und das tue ich in Österreich, ganz bewusst in Österreich. Zum ersten Mal werde ich das machen, habe noch nie das so, wo ich ganz unten anfange, dass jeder Ungläubige herzlich willkommen ist und hören kann, was sagt die Bibel über meinen Zustand, was ist die Wahrheit und was heißt dann Glauben an Jesus. Das ist ein völlig anderer Ansatz als, komm doch zu Jesus, der will dich segnen. Halleluja. So, nachher werden wir dafür beten. Für dieses Seminar. Und ich freue mich jetzt schon so darauf, weil ich das noch in dieser Klarheit so oder so ausführlich noch nie gemacht habe. Halleluja. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist.